Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Company of Heroes 2, einem kleinen Review von einem Spiel bestehend aus mir, Dulrich und dem Tomking Seth, der das Ganze auch mit mir jetzt hier casten wird und analytischen Review hier zustande bringen wird. Sag hallo. Hallo. So, wir sind bei 5 Sekunden und dann steigen wir mal ein. Du hast die Sicht hier oben bei den Gegnern, bei den drei Wehrmachtlern. Und ja, dann auf 3. 1, 2, 3 und es läuft weiter. 6, 7, 8, 9. Korrekt? Ja. Gut, passt, ja. Ja, was sehen wir bei dir? Bei dir sehen wir erstmal einen Rekruten, der jetzt abgebrochen wird. ja, holpriger Start. Am Anfang ist das immer, wenn man noch so ein bisschen uneingespielt ist, ist das immer schwierig. Vor allem, wenn man wie ich mit den Russen komplett ungeübt ist. Na, dann das kommt noch erschwerend dazu. Ja, also ich persönlich habe bisher nur Wehrmacht eigentlich gespielt, die Russen nur so, ja, weil man es in der Kampagne spielen musste. Und mit uns. Und mit euch, ja, weil man sonst keine Gegner findet, weil alle Wehrmacht spielen. Das ist wohl wahr. Was wo wir bei Wehrmacht sind, hier oben alle gleich mit dem T1-Tag und dann auch die ersten Grenadiere raus. Gut, Grin als erstes. Bei dir kommt nach dem T1 ein Rekrutentrupp. Von uns kamen schon die Rekruten. Dulrich natürlich standardmäßig mit den Rekruten unterwegs. Ja, der spammt die bis zum Erbrechen. Ja, bis ins Late Game. Wie wir glaube ich auch in dem Review hier sehen werden. Ja, bei den Deutschen nicht viel Überraschungen. Nach dem ersten Grenntrupp jetzt geschlossen, 3 MGs hinterher. Jeder sein eigenes. Ja, ist ein relativ standardmäßiger Start, oder? Ja, also da kann man schon fest mitrechnen, dass da was kommt. So, Karte Rechef im Winter, die eignet sich auch ganz gut. Die hat halt diese Engpässe und ein MG da aufzustellen, bringt halt relativ viel, ne? Und wie wir sehen, auch direkt der Push von seinen Pionieren. Welcher ist denn das? Setnex, der hier auf den Victory Point in der Mitte stürmt und die Grenadiere direkt nachzieht. Ja, den will er haben. Und ja, da wird dann noch das MG dahinter gesetzt und dann kann man den Siegpunkt für die nächsten 3-4 Minuten eigentlich schon vergessen. Ja, hier auch schön den Molotov-Cocktail ausgewichen. Ja, und da kommt das MG. Wie zu erwarten, da hinten aufgestellt, praktisch unflankierbar und ist dann schwierig als Russe, ne? Das zielt ja auch automatisch, das heißt man kann mit einem Trupp links oder rechts pinnen lassen und den anderen dann auf der anderen Seite durchziehen. Beeindruckend hier mal wieder, wie es Dulrich wirklich schafft, die Molotov-Cocktails hier gerade in der Mitte bei dem Siegpunkt immer zielgenau so zu schmeißen, dass der Deutsche genau in diesem Moment vergisst wegzugehen. Also irgendwie hat er vielleicht so ein Hypnose-Mode auch mit drin. Du willst den Molly fangen. Du willst den Molly fangen. Das hat er allerdings wirklich drauf. So, MG auch hier am Munitionssektor jetzt. Und dein Scout-Car rückt hier vor. Ein bisschen unbedacht, ohne Besetzung. Und an der Seite das zweite MG. Ja, 2 MGs von ihm. Hat überhaupt einen Grin gebaut, der Company of Warrior. Oh, Scout-Car von dir down. An der Stelle. Und die Sigma also oben mit diesem in der Mitte ist praktisch uneinnehmbar, ne? Da kommt also da geht er erstmal nichts, ne. Beim Pushen hier auch gleich direkt weiter. Mit diesem Scout-Car, da sehen wir, da merkt man eben schon, dass ich die Russen eigentlich gar nicht gewohnt bin. Wenn man mit dem Wehrmacht-Scout-Car von russisches MG fährt, gut, ja, passiert kann man normalerweise lächeln. Nicht so viel, ja. Ja, aber mit so einem russischen Teil dann von deutsches MG, dann sieht es schon ganz anders aus. Ne? Also hier gleich das MG, das Scout-Car direkt verloren. Es braucht viel Fingerspitzengefühl, muss man sagen. Aber mit einem Flamer wäre das natürlich die optimale Wahl gewesen, um hier oben mal diese Stellung auszuheben mit den ganzen MGs. Da stehen mittlerweile zwei Spieler sogar dabei. Die machen ordentlich Dampf da an dem Siegpunkt. Ja, natürlich massiver Push jetzt auch durch die Rekruten, aber ob das was bringt, gegen die 2 MGs anzulaufen. Ja. Auch hier wieder gut ausgewichen jetzt mit dem MG. Ist gar nicht schlecht gemacht. Ja, das
ist gut von Dulrich. Er setzt sich da sogar hinter die beiden jetzt. Und könnte sogar den Grenadier mit zwei Mann fucken. So, was passiert da unten? Da unten passiert der Cut-Off. Da müssen wir natürlich direkt intervenieren, aber da kommt auch ein Flamer-Pio dazu. Jetzt habe ich natürlich die Flanke verpasst, aber es war abzusehen, dass er sich hier zurückzieht. Fuck hat er nicht mehr bekommen oben. Ja, leider nicht mehr, nein. Aber oh, die Stellung gut ausgehebelt. Entkommt auch noch. Und da kommt schon das nächste MG rein. Und die Stellung unten, dieser Cut-Off-Point, der wichtige Cut-Off-Point ist wirklich bedroht hier. Durch einen Flamer und das vorgezogene MG jetzt an der Seite. Und dass da Pioniere kämpfen, ist natürlich auch nicht optimal. Die können sich dann direkt zurückziehen. Passiert auch jetzt. Das MG kann auch zurück, läuft aber nur zurück. Und jetzt der Retreat, ja. Ja, alles in allem jetzt ein optimaler Spielverlauf für den Russen. So sieht es zumindest mal aus. Unsere Seite ist komplett uns. Wir haben die zwei Siegmarkenposis und könnten jetzt eigentlich mal Stellung beziehen, eine Verteidigungsposition errichten, um den Feind beim nächsten Vorstoß abzufangen. Was macht denn der Wehrmachtler? Was ist die Antwort? Ja, ich glaube, sie sind noch ein bisschen unschlüssig. Hier wird auch gar nicht direkt aufgefrischt, sondern direkt weiter mit angeschlagenen Truppen rausgelaufen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ah, er dreht nochmal um. Ja, jetzt sehen wir hier einen Scout-Car. T2 ist also auch schon auf dem Feld beim Gegner. Und direkt die Nate gefangen. Das tut weh. 70 Mun hat er da investiert und der könnte drauf gehen. Leider nicht. Kommt noch raus. Kommt noch raus. Hitte Dirt, eine Nate noch. Ja, die sind aber mit Hitte Dirt erstmal auf dem Boden. Ah, und jetzt sehen wir auch mal einen Scout-Car mit Snipe drin. Diesmal besetzt. Und von dir der dritte Rekrutentrupp. Ja, aber hat ja schon in weiser Voraussicht, kann man sagen, zwei hier Pioniertrupps hingestellt, die das Scout-Car jetzt schnell wieder auf Vordermann bringen. Ja, und da kommt auch schon wieder das MG über diesen Engpass und wenn das jetzt geschickt aufstellt, dann haben wir dieselbe Situation wie vorher auch schon. Eine riesige Verteidigung, die man erstmal durchbrechen muss und da braucht man extrem viele Einheiten da. Oh, dein Scout-Car sieht nicht gut aus. Mit dem Snipe drin. Gewehrgranate kommt auf die Rekruten, die stehen gebloppt. Oh, ein Mann und Fuck an der Stelle. Fuck. Hast aber nachproduziert. Weiser Voraussicht, nehme ich an. kam nämlich gerade noch ein Rekrut von dir aufs Feld. Und an der Siegmarke, da tummelt sich einiges, muss ich sagen. Ja, hier wieder vom Dulrich der Molotov-Cocktail. Zielsicher. Und da verliert aber auch eine Einheit. Ja, aber da ist auch derzeit kein Durchkommen da. Also ja, das ist verliert auch jeden Trupp. Die kann man einfach nicht überlaufen. Meine Truppen stehen da auch. Relativ suboptimal, ziehen sich jetzt aber raus. Mit Hurra. Oh, unten links, was ist da passiert? Ist er da mit dem, ja, anscheinend mit dem Minensucher Pio, ist er da durch den Draht? Hat die Mine aber, wie es aussieht, nicht entdeckt, seinerseits. Okay. Also, sie liegt zumindest noch. Ja, nicht aufgehoben, ja. Dafür capt er jetzt den Punkt. Hier oben leider mit den Rekruten nicht das Scout-Car erwischt, sehr schade. Hat gut aufgepasst. Wie viel T2 haben wir denn auf dem Feld vom Wehrmachtsspieler? Oder von den Wehrmachtsspielern? Weil ich sehe jetzt hier ein zweites Scout-Car. Also wir haben 1, 2. Wo ist der dritte? Hat er auch eins? Ich schaue gerade noch, ob ich sehen kann. Zwei T2er, der andere spart sich's noch auf, deswegen wenn jetzt auch die ersten Packs rauskommen, eins wurde direkt gefuckt von ein paar Helden der Sowjetunion. Gegenzug kommt dann gleich das nächste von unserem, wie heißt der hier, XGBKX46. Also definitiv ein Nickname, den man sich einprägen wird. Falls ihr den nochmal trefft. Grüßt ihn von uns. Ja. Company of Warrior, unser Level 100er Wehrmacht, kommt jetzt mit der zweiten Pack, nachdem er die erste recht unglücklich an den Molotov-Cocktail verloren hat.
Natürlich sehr bitter, dann gleich mal 360 Manpower einfach so an einen Rekrutentrupp zu verlieren. Das ist allerdings wahr, ja. Und das, da sieht man es, also diese Verteidigungsstellung, die ist einfach im Moment mit den Truppen, die wir haben, nicht auszuheben. Und da hätten Mörser kommen müssen, irgendwas in die Richtung, weil Arti hat der Gegner ja keine gezeigt bisher, kein Mörser. Ich nehme auch an, dass kein Mörser im Feld ist. Und da hätte man einfach ein bisschen mehr auf Arti gehen sollen. Auch wenn es nur eine Pack ist, die ein Arti-Geschoss da reinschießt, das reicht auch, um diesen gebündelten Haufen auseinanderzuhebeln. Das ist definitiv richtig, ja. Was hier gerade alles steht, also ich sehe ein MG, Pius, Grenadiere, Pack-Rekon. Scout-Car, Pack. Ja. Mittlerweile drei Sigmarken möglich, die für den Feind ticken, ne? Also man sieht auch dem aktuell die Wehrmacht auch schon mit einem deutlichen Vorsprung von ca. 80 Punkten. Also Ja, das, wenn jetzt das hier so durch. weiterläuft, vor allem Oben bei drei rechts, aber jetzt ein geschickter Sigmarken. Move. Guck mal hin. Er hat sich hier durchgeschlängelt mit seinem Pioniertrupp, mit Minensucher, hat den Draht aufgeschnitten und... Ah, aber da wartet auch schon ein Grenadier. Ja, da wird nichts gehen. Oh, da wartet ein Grenadier. Wir Der muss er können direkt höchstens mit zurückziehen. dem. Oh ne, der direkt zurückziehen. Der wird sterben sonst. Da sehe ich Er schwarz kann ja oben. mit der Minenkelle in den Nahkampf gehen. Ja. Spaten voran, oder wie heißt das bei der Bundeswehr? Richtig. Dein Scout-Car muss ich hier auch langsam... Ah, hast schon den Sniper rausgezogen in weiser Voraussicht. Aber da ist das Scout-Car down. Ja. Da kam ich zur Unterstützung. Und nehme jetzt mal den Cut-Off-Point, den sie schon wieder gekappt haben, ein. Also die letzten 3-4 Minuten liefen nicht mehr optimal. Sieht man auch, da haben wir jetzt kein Durchkommen oben an der Siegmarke bekommen und den Cut-Off einfach unten zu oft verloren. Extremer Ressourcennachteil, würde ich sagen, jetzt an der Stelle. Definitiv, also. Da ist auch irgendwann jetzt mal ein T3 zu erwarten vom Wehrmachtsspieler. Ja, so lange wird man nicht mehr auf Panzer warten müssen. Hier wird auch schon von, oh mein Gott, dem gelben Wehrmachtsspieler, dem GBK, so nenne ich ihn jetzt mal, wird auch schon der T3-Tech gebaut. Ich glaube, der heißt Panzer, SS Panzer Division irgendwas. Ich habe es gerade eben mal gelesen. Stimmt, ja, okay. Ja, ich nenne mal GBK. Passt. GBK ist, glaube ich, Wird leichter. uns, glaube ich, nicht böse sein dafür. Ich denke nicht. Also hier wird auf jeden Fall entweder ein Ostwind oder ein T34 raus, nicht T34, ein Panzer 4 rauskommen. Stux sind ja mittlerweile nicht mehr so oft gesehen. Aus Einfach gutem aus dem Grund. Grund, da sie nur nach vorne schießen können. Und aus dem Grund, dass er einfach beim 3 gegen 3, ich weiß, da hat man immer die Ressourcen, man kann sparen auf dem, oder man hat die Kampfkraft, man kann sparen auf dem Panzer 4, der deutlich besser ist. Finde ich Richtig, letztendlich. also. Also eine Stuk ist da nicht nötig, also nur im extremen Notfall. Vor allem vom Sprit her ist es ja nicht so der massive Unterschied. Also es sind vielleicht 10 Sprit, oder auf jeden Fall nicht viel. Es ist da tatsächlich eigentlich nur die Manpower, die den Unterschied macht. Sind genau 25 Sprit, aber die kann man warten. Das ist eine Ja, Minute oder also so. das ist hier jetzt am Munipunkt mal wieder der Hartkampf, an dem der Snipe, der jetzt mal den Unterschied macht. Der zielstrebig am MG vorbeiläuft, es durch die Rekruten ausschalten lässt. Fand ich gut. Und oben haben wir tatsächlich den Sprit bekommen. Da hat Ulrich nur gespäht mit seinem Pionier und ist dann mit den Rekruten, die jetzt mittlerweile PPSH haben, ist er da eingerückt. Punkt übernommen. Auch die Siegmarke ist jetzt zu unseren Gunsten übernommen. Und jetzt muss er sich aber zurückziehen. Da heizt der Flamer ihm ein. Die beiden Flamer. Ja, also man sieht auch schon ordentlich, wie er, aber natürlich der Molly vorher noch, Ja, der musste kommen. Der der musste muss einfach an der sein, also Stelle. ohne Ja. Molly geht's nicht. Oh, deine Rekruten haben sich hier hinter feindliche Linien bewegt und tatsächlich Molly, der sitzt. Der könnte die Pack auf jeden Fall ausschalten. Ja, jetzt gibt's einen Molly, die Nein, Panzergranate, dazu kommt es leider nicht mehr. hinschmeißen. Aber das ist wirklich einfach nur ein Haufen. Da fehlt eindeutig die Artillerie. Also die stehen da auf einem Punkt, der ist winzig klein. Da mal Mörser, jetzt kommen auch die Mörser von mir. Wo läuft der Mörser denn hin? Völlig ungedeckt läuft der Mörser hier in das MG. Das ist Micro vom Feinsten. Bloodhound hat das wirklich gut geregelt an der Stelle. Und auch der zweite Mörser schließt sich dem Selbstmordkommando an. Er tankt, also. er zieht die Akku auf sich und ja, auch der zweite Mörser. Auch der zweite Mörser macht sein Geschäft da richtig gut. Ei, Oh mein ei, ei, Gott, das oh ist bitter. Gott, Jetzt kommt jetzt. oh. Oh, Oh Gott, oh Gott. Da oh kann, mein oh Gott. nee, ich muss leider zur Munitionsbrücke
Positionen switchen, das kann ich mir nicht mit antun. Wei, oh wei. Also nächstes Mal sollten wir vielleicht lieber mit Tim statt mit dir spielen. Ja, das ist eindeutig die bessere Wahl. Jetzt aber sein Elite 3. So, aber hier jetzt mal der T-34 in der Mitte, der jetzt nochmal den Panzerspähwagen aufräumt. Ja, der ist gefährlich. Natürlich gefährlich mit den beiden Packs hinten dran, ne? Also. Ja, steht aber in relativ guter Deckung, wenn er sich zurückzieht, ist die Line of Sight einfach weg. Also wenn er da hinter dem Busch fährt, reicht das schon aus. Auch der zweite T-34 ist auch auf der Flanke positioniert. Das passt und jetzt ein massiver Stoß am Munitionssektor wieder. Das Flamer Half-Track sieht nicht gut aus da. Währenddessen unser GBK, da muss ich mich mal entschuldigen, ich habe jetzt da die Gebäude kurz wechseln, nicht T3, sondern direkt T4 gebaut. Von dem her mischt der Panther jetzt hier gerade auf der rechten Seite den Dulrich ordentlich auf. Passt aber auch auf, dass er nicht zu nahe an die Rekruten kommt, um sich keine Granate gleich einzufangen. Ist eine weise Wahl, würde ich sagen. Es überrascht den Gegner und selbst die Su, die jetzt zu dem Zeitpunkt erwartbar ist, kann gekontert werden mit so einem Panther. Ich denke, da hat er sich richtig entschieden im Endeffekt. Nein, die MGs sind einfach nicht überwindbar auf dieser Karte. Man kann kaum flankieren. Wenn man hier das MG am Munitionsspot flankieren will, muss man komplett außen rumlaufen. Das ist ein Graus auf der Karte. Ja, sehr schwer auf jeden Fall. Die Katyusha regelt jetzt hier zwar in der Mitte schon mal einiges. Ja, das ist das, was wir gebraucht haben, um hier mal den... Aber wird jetzt hier gleich mal den... Ja, hab direkt den Panther abbekommen. Also, ja, ist down. Ein Schrei, ein Schuss und weg. Hat einen Button drauf, aber die T-34 machen dann natürlich viel zu wenig Schaden. Machen zwar einiges, aber nicht genügend. Und die Packs stehen ja da auch noch. Also da sollte der T-34 sich dann langsam wieder rausziehen aus dem Gefahrenbereich. Ja gut, Vorteil hier, ich glaube, die Pack da hinten sieht gar nichts wegen den Büschen. Sie feuert zumindest nicht. Die ist da ziemlich schlecht positioniert. Die andere musste auch erst nochmal besetzen. Das war hier der glückliche Zufall, dass die Katyusha das vorher entmannt hat. Und der Munitionssektor ist jetzt geräumt von den Gegnerkräften. Man sieht auch schön Wett bei den Grenadieren. Und zwar überall. Ja, der Panther geht down. Panther geht down? In der Mitte durch Stuck hat er den Panther schön von der Seite erwischt. Ah, die Su, ja. Ah, hab ich verpasst. Sowas musst du mir vorher sagen. War gerade beim Munitionspunkt. Den du wirklich gut behauptet hast mit deinem Rekrutentrupp, der da noch steht, hast du einen Scout-Car verloren, aber du konntest auch die Grenadiere ein bisschen zurücktreiben. Und man sieht einen neuen Panther. Nur am Panther bauen, der Typ. Hat aber auch lange gespart dafür, würde ich sagen. Ja, da haben wir eine gute defensive Position oben. Und der Munipunkt ist eindeutig weg. Da ist ein Haufen Krams an Infanterie, der sich da langsam stapelt. So, jetzt das obligatorische Flakfahrzeug von mir. Und eine Katyusha von dir fährt mal auf die linke Flanke zum Munitionssektor. Schau grad. Ja, wie sieht's mit Panther-Anzahl derzeit einer. Und die anderen? Wie sieht's da mit Panzern aus? Weil von denen habe ich nur Infanterie bisher gesehen. Oder Panzer. Ja, es sieht auch danach aus. Also es gibt nur einen Panther derzeit von unserem GBK, der Rest ein Flamer Half-Track noch. Mhm. Von Company of Warrior, der jetzt wieder mal nach unten auf den Cut-Off-Point steuert. Und den auch wieder neutralisiert und wahrscheinlich auch übernimmt. Ja, sehr ärgerlich an der Stelle. Und da ist das Flamer Half-Track und das wird richtig böse, wenn er zu nah ranfährt, aber ja, microt er gut, bleibt schön auf Distanz. Hat er gut gemacht. So, dann sind auch mal Gardisten von mir da, die ein bisschen mit dem Flamer Half-Track aufräumen sollen. Oh, was sehen wir oben? Oben eine Großoffensive, aber von welcher Seite? Ich kann es gar nicht genau zuordnen. Wir sind da reingestoßen und haben die Packs, die MGs schalten wir jetzt aus. Und der Sniper steht auch deutlich zu gefährlich da. Der Panther versucht dem entgegenzuwirken, aber sieht sich natürlich den Rekruten gegenüber, die ihm jederzeit eine
Granate anwerfen können. Und zwei Sus unten, die geben dem natürlich auch Saures. Da muss er jetzt zusehen, dass er den Panther noch retten kann. Ja, also es ist eigentlich ein bisschen witzig eigentlich, dass sich ein Panther direkt vor der vor Rekruten zurückzieht. Aber natürlich klar, ein Panther ist natürlich, kann man sagen, die Feuerkraft von einem Tiger, aber er ist wesentlich schneller und wendiger. Und wenn das dann durch so eine Nade einfach mal negiert wird, die, ich weiß gar nicht, ein bisschen Munition kostet, na dann ist das natürlich schon bitter, vor allem so wenn hinten dran diese zwei Sus stehen, die machen den innerhalb von Sekunden weg, ne? Da muss er aufpassen. Klar, also dann ist das Spiel für den Panther schnell vorbei. Das haben wir hier noch der einzige Panther oder ist jetzt mittlerweile ein anderer auf dem Feld? War lange Zeit der einzige Panther von Company of Heroes, kommt jetzt ein Brummbär angefahren, der auf der Richtung Munitionspunkt vorrückt. Wahrscheinlich dann hier mit meinem Infanterie-Blob, der hier steht, ja, gut, ein verteilter Blob, nenne ich es mal, daran aufzuräumen. Ich nenne das Verteidigungslinie, stehen ja ganz gut da. Der Sniper, ich meine auch, dass der Brummbär sich jetzt von dem einen auf den anderen gedreht hat, das dauert. Ja. Wett 1, ja, den kannst du noch rausziehen. Oh, drei Mann vom Brummbär direkt ausgeschaltet. Ja, da rückt der Gegner einfach jetzt ein. Da ist auch nicht viel Gegenwehr zu erwarten. Was haben wir denn da, um entgegenzuwirken? Wir haben hier diese Masse an Dulrich-Rekruten. Natürlich alle mit Wett. Wir haben die Sus oben. Aber nicht so effektiv jetzt wirklich gegen diese Wett-Grenadiere plus Brummbär, der sich hier gerade zurückgezogen hat. Um dagegen zu halten. Was haben wir denn noch? Katyushas hinten. Zwei Stück. Und die Sus vor allen Dingen auch ewig langsam. Da hat er noch die Sicht an. Seit dem Patch ist es so, dass durch die Sicht auch die Fahrt verlangsamt wird. Das war ja vorher so, da konnte man fahren, wie als wäre nichts. Ja. Jetzt ist das Ganze ein bisschen besser geregelt, finde ich. Also ich finde es eindeutig besser. Die Sus ist nicht mehr übermächtig dadurch. Ja, finde ich auch. Es ist zwar... ja, ich vergesse es oftmals, sage ich mal an der Stelle. Ich denke mal, Mann, ist das Ding langsam. Mhm. Bis man irgendwann auffällt, ich habe die Sicht noch an. Dann ärgere ich mich meistens mehr über mich selber, aber tatsächlich ist es mal eine gute Lösung einfach, wenn man als deutscher Spieler merkt, dass da eine Su steht, weil man vielleicht einen Schuss eingeschränkt bekommen hat, dann kann man mit einem schnellen Reaktion- und Rückwärtsgang noch wegfahren. Mhm. Ansonsten ist die einem normalerweise einfach nur hinterhergefahren, ja, hat genau. einen platt gemacht. Also da, wenn die dich einmal gesehen hat, war der Panzer weg, kann man so sagen. Ja, gerade bei zwei Sus, die hat er hinten aufgestellt, wenn er kommt, kriegt er die erste Salve, hinterherfahren, zweite Salve weg, bevor man irgendwas machen konnte. Also genau, ja. Aber jetzt immer eine schöne Fertigkeit, Rauch, den er hier benutzt, um den Brummbär zu retten, aber er dreht sich, oh, da hätte er nur zurückfahren müssen, aber mit dem beschädigten Motor ist das natürlich schwer und er ist außer Kontrolle. Super optimal. Hier nochmal, genau. Zündet den Rauch, aber... Ja gut, ne, wenn er im Rauch stehen bleibt, natürlich schwierig, aber Ulrich kennt da keine Gnade. Ich nehme an, da hat er einfach nach hinten gedrückt, statt rückwärts fahren und ja, da war es dann vorbei. So, aber die Siegmarke in der Mitte ist wieder ein feines Hand, da fliegt auch wieder die Katyusha rein. Vor allem diese mit zwei Panthern, ordentlich Infanterieunterstützung, auch Pionieren, die immer fleißig hinten dran warten und reparieren. Ja, Katyusha, ja, semi-effektiv, sage ich mal. Ja, der hat gar nichts getroffen. Ja. Also, übt noch. Die sind wie wir hier aufgestellt, mit Panzern, hinten dran Pioniere, Infanterie dabei. Nur das Problem ist, die haben Panther und wir haben T-34, also vom Kräftegleichgewicht kann man hier nicht sprechen. Jetzt kommt hier eine Sturmovik. Ohne Effekt. Und auch wieder der Push auf dem Mundpunkt, also dieser, wie heißt da hier, Company of Warrior, der hat sich wirklich hier diese Seite vorgenommen und pusht dauerhaft da drauf. Sobald sie verloren geht, ist er wieder da. Aber jetzt heizt die Katyusha eben ein. Das könnte, boah, kommt da noch raus, das hätte mehrere Fuchs geben können. Ah, kriegt sie alle noch raus. Ja, so ist natürlich dann immer besonders ärgerlich dann. Flamer Half-Track. Aber immerhin die Stellung behauptet. Aus. Unten links fällt die Deckung jetzt. Flamer Half-Track. Es lebt immer noch. Mittlerweile mit 7 Kills. Also hat er noch eins gebaut? Ich glaube nicht. Das dürfte immer noch das erste sein. Das dürfte immer noch das erste sein, dass jedes Mal entkommen ist. Ja. Und jetzt auch die Mine ausgelöst hat, dementsprechend beschädigt nach vorne gefahren ist.
Ja, die Mitte ist wieder geräumt. Das ist ein lustiges Bäumchen-Wechsel-Dich-Spielchen hier. Wieder bei uns. Zumindest momentan. Aber dafür fällt natürlich unsere Spritposition. Der T-34 versucht dem entgegenzuwirken. Und da ist das Flamer Halfjack wirklich down. Da ist kein Support nachgezogen, kein Panzer. Ich weiß gar nicht, hat dieser... ich vergesse jetzt mal den Namen. Company of Warrior. Hat er mittlerweile einen Panzer auf dem Feld? Weil ich sehe von ihm immer nur Infanterie. Ja, wollte ich gerade anmerken. Wir haben jetzt mittlerweile die ersten beiden Elefanten auf dem Schlachtfeld. Einmal vom Company of Warrior, der sich nach rechts begibt. Und Sednex, sein Elefant, deckt hier die Mitte ab. Bleibt aber noch außerhalb des Flusses, wobei jetzt fährt er langsam vor. Also ja, er rockt sich sozusagen schon durch den Schlamm. Während jetzt die meisten schon abgeschaltet haben, fängt das Spiel jetzt erst an, denn jetzt sind zwei Elefanten auf dem Feld und die negieren wirklich diese Sus. Größere Reichweite, viel mehr Schaden, und wenn die richtig positioniert werden an den richtigen Stellen, an den richtigen Spots auf dieser Karte, dann kann man wirklich nicht vorrücken. Das hindert wirklich beim Vormarsch. Du kannst dir nicht sicher sein, also wenn da ein Elefant steht, der knallt mit einem Schuss die Hälfte runter. Mit zwei Schuss ist er down, und wenn man da drei Sus hinstellt, dann fällt halt mal eine ganze Armee. Richtig, also da wird jetzt an eigentlich jeden, der, ich sag mal, drei Übergänge bzw. drei Hauptkampffronten, kann man sagen, uns da dicht gemacht mit den Elefanten, mit die Sus da eigentlich gar nichts mehr zu melden haben. Und auf der rechten Flanke wird jetzt eben neben den beiden Panthern nochmal eine Haubitze aufgestellt, um dem Ganzen nochmal sozusagen, ja, das i-Tüpfelchen draufzusetzen. Also Haubitze und zwei Panther, wird schwierig durchzukommen. Extreme Schlagkraft, sage ich da nur. Und von meiner Seite ist jetzt auch eine ISO auf dem Schlachtfeld. Die bewegt sich vor. Jetzt sehen wir den Elefanten. Jetzt müsste sich die ISO eigentlich zurückbewegen. Denn das ist einfach viel zu teuer, wenn die drauf geht gegen den Elefanten an der Stelle. Elefant ist gepinnt. Ne, ist markiert. Aber es bringt natürlich nichts. Der ist weg. Den treffe ich auch mit der ISO nicht mehr. Und den Vormarsch, den muss man sich überlegen, ob man den wirklich riskiert. Oh, jetzt von allen Seiten schießen die Sus und die Isus auf den Elefanten. Oh, das können wirklich den Elefanten noch kosten. Oh, schöner Treffer, schön gecrittet an der Stelle. Und kommt er raus? Ja, Besatzung gleich mal betäubt, das hilft natürlich immer. Drei Sus stapeln sich um den Ferdinand, den Elefanten hier zu verfolgen. Ist ja übrigens ein Elefant, kein Ferdinand. Jetzt aber die Panzergrenze da und die Sus, ja, da hat sie erst erwischt. Die erste Su hat es erwischt, dafür auch den Panzergrenzrupp, aber ja, den Vorstoß hätte man sich sparen können. Ja, also man muss sagen, was es gibt ja viele Deutsche, die dann einfach sagen, okay, jetzt habe ich meine Elefanten, jetzt geht's ab nach vorne, und dann halt dann doch in 3-4 Sus reinlaufen und sich dann denken, hops, ich habe gedacht, das Ding wäre stärker. Er ist auch stark, aber irgendwo haben wir auch die Leistungs... Ja, irgendwas haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht, ich muss sagen. Also auch im gesamten Verlauf des Spiels immer wieder gut zurückgezogen, also nichts verheizt. Wenn man hier jetzt an dem Munitionspunkt sieht, die beiden Grenadiertrupps Veteranen Status 3 mittlerweile, also da, da merkt man, da hat niemand irgendwas weggeschmissen. Auch die Pioniere Veteranen Status 2. Und hier in der Mitte versucht der Elefant natürlich jetzt im Schlamm Isu zu erlegen, was er auch hinkriegen wird. Du mit Motorschaden im Schlamm. Bei wie vielen Minuten bist du jetzt? Wie viele Sekunden? Ich bin bei 28 und 11 Sekunden. Oh, da muss ich kurz anhalten. Wieso läuft das Spiel bei mir schneller? Sag an, wenn du bei 27 bist und zähl weiter. 24, 25, 26, 27, 28. Okay, bin wieder drin. 30, 31, 32, 33. Genau. Gut. Ich war irgendwie weiter vorne. Warum auch immer. Oh, Pack 43 Stellung. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Da hat's Ulrich schon mit seinem Rekrutenwagen und ausgeschaltet. Natürlich mit einem Molotow. Mit was auch sonst. Mit was auch sonst. Ja, ich wollte es gerade sagen. Rekruten mittlerweile Veteranenstatus 3 hier auf der Seite. Also das ein... Das klingt zwar immer so, als würde man sich lustig machen über diese Rekrutentaktik, aber ich muss mal sagen, Durich kann mit denen wirklich extrem gut hantieren, bringt die auch immer wieder raus, wie man hier sieht. Und ja, der hat seinen W3 bestimmt verdient. Kann man schauen, wie viele K
kann man es nicht. Ah, auf der Flucht kann man, glaube ich, nicht mehr sehen, wie viele Kills die haben. Kann man es nicht anklicken, ne? Ich kann sie, ja, ne, ich kann sie im Moment nicht anwählen, aber sobald sie in der Basis stehen, werde ich das tun. Was haben wir hier noch auf dem Feld? Wir haben hier Zeus, die eine ISU blockieren. Die ISU kann, oh, die ISU kann sich nur zurückbewegen. Die steht hier gefährlich, wenn da die Panzer, oh, Panther von der Seite jetzt. Da könntest du die ganze Panzerarmada hier aufbauchen. Zeus mit der, oder generell alle Panzer mit der ziemlich angesoftet. Ja, eine ISU und geht auch down. Die ISU ist natürlich richtig teuer, wenn er sich die noch holt, dann lohnt sich auch ein Verlust vom Panther. Hat das Visier jetzt drauf? Oh, oh Gott, ISU auch drauf. ISU down, da sind 300 Sprit oder was auch immer kostet. Ich glaube 280 sind über den Jordan gegangen. Und er kriegt und ihn sogar noch raus. Noch raus? Nein, dann, aber nein. Der ist wenigstens hin. Da ist er stehen geblieben. Großer Fehler an der Stelle, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, definitiv also. Oh, was sehen wir da hinten von Company of Warrior? Das ja, ist auch gesehen. Kommt Masse der nächste Vorstoß eventuell. Er rückt jetzt mit dem Elefanten alleine vor. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, die man haben kann. Weil der Scharfschütze besorgt es ihm hier ordentlich. Ich sehe es. Gibt schönes Feuer aufs Heck. Oh, oh, oh. Wenn der Elefant da mal mit falsch eingesetzt wurde. Ja, wo ist das Katyusha-Feuer hat ihn hier wieder vertrieben, glaube ich. Ah, hier ist Katyusha eingeschlagen. Zieht sich geschlossen mit einem zurück. Mittlerweile auch wird 3 MG, also die MGs, man merkt das schon auf der Karte vor allen Dingen, dass die MGs ein extremes Hindernis für den Russen darstellen. Hat auch schon 28 Mann getötet und dabei ist das MG ja eher zum Pinnen da. Also wirklich richtigen Schaden teilt das ja kaum aus. Aber die Rekruten mit Hitte Dirt hier werden langsam aber sicher zerflügt. Ja, auch von mir sind hier Wett 3 Rekruten auf dem Feld, leider nicht mit einer tollen PPSH. Haben jetzt aber mal die Panzergrenz vertrieben und nehmen jetzt Kurs auf die Pack 43, die oben Stellung bezogen hat. Also wir haben hier eine starke Panzerabwehrstellung. Hier Pack 43, Elefanten auf dem Feld und noch Panther. Der eine Panther allerdings angeschlagen oben. Den könnte man vielleicht auch mit einer Nate kriegen. Oh. Ja, die Su dahinter von mir hat ihn auch schon am Visier. Schau mal, vielleicht kriegt's noch. Oh, da hat er noch wenig, da muss er weiter zurück. Oh, oh Gott, der Abpraller oder was? Stelle. Mein Gott. War das ein Abpraller noch? Gut möglich, ja. Also auf jeden Fall habe ich irgendwas am Boden vor ihm aufschlagen gesehen. Die Pack auch. Aber die Su räumt hier auf, muss ich sagen. Also trotz Pack 43. Die war ja nicht gedreht, die war nicht im Feld, sonst wäre die Su genau so jetzt schon zerballert worden. Jetzt kommt auch Molly, natürlich vom Dulrich hier. Ja, von wem sonst mal wieder? Ich habe keinen. Ich glaube schon, das ist das zweite oder dritte Mal, wo jetzt diese Pack 43 mit nur mit Rekruten ausräumt. Also mehr braucht es da gar nicht. Verliert jetzt hier auch beinahe wieder einen Trupp. Wollt sie neu besetzen? Oh, jetzt wird 3 Trupp der fällt, glaube ich. Ah. Und der Flamer schießt in dem Moment nicht und. Oh. Und die Su ist auch noch down gegangen. Ja, von dem Elefanten hier an der Seite. Der ist gut positioniert übrigens, wenn man die Karte spielt, immer diese Punkte, kann ich gar nicht markieren in der Aufnahme, also hier den Punkt und hier den Punkt mit einem Elefanten besetzen, da hat man eine gute, schlagkräftige Stellung gegen alle Bereiche, die wichtig sind für den Russ. Und jetzt sehen wir mal diesen Company of Warrior, der immer links zugeschlagen hat, in der Mitte mit einem Infanterievorstoß. Da läuft er aber gegen das Vierlingsgeschütz. Jetzt aber auch Panzergrenz mit Schreck dabei. Ich muss sagen, sie ist generell sehr panzerabwehrlastig. Also überall Panzergrenz mit Schrecks. Ja, ja, ja. 3 Elefanten. Da wurde wohl deutlich mehr Panzermasse erwartet in Form von T-34 oder sonstigen. Und es war von allen Seiten noch Rekruten. Ich glaube, jede Fraktion, du hast noch 3, ich habe da noch 2. Alles Wettrekruten, die da rumlaufen. Und jetzt sehen wir hören eine Gustav irgendwo einschlagen. Die ging hier wohl ins Leere. Ist auch nicht genau, ne? Ja, bei der ISU. Aber jetzt die Elefanten schnappen sich die nächste Such hier in der Mitte. Oh, wurde das nicht gesehen. Da wurde es nicht gesehen und gleich ist die Such weg. Ob er die noch da rausbekommt? Ja. Glücklicherweise. Company of Heroes? Company of, wie ist der?
Company of Warrior, genau. Ja, genau. Fügt jetzt auch Artillerie mit dazu. So, die Katyushas von dir stehen relativ gefährlich. Ich würde die immer ein bisschen auseinanderstellen. Stehen da ein bisschen gestapelt, aber es passt. Im Moment können sie ja dann wirklich zugreifen. Jetzt hier nochmal eine Sturmowik, die das MG zurücktreibt, um den Rekruten den Schutz zu bieten, den sie brauchen, um da zu erobern. Ah. Auch der Elefant muss jetzt mal den Rückzug anfangen, weil wenn der jetzt hier... Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast. Raketenwerfer hier in die Mitte auf den Siegpunkt geschossen. Ich habe es gerade beobachtet, da hat es einiges gekostet. Hit the Dirt hat, glaube ich, hier das Leben gerettet, zumindest in einem Trupp. Ah, dieses Flamer kam noch rein. Ob das wirklich gut ist, der kann sich jetzt hier schnell eine Nate fangen, aber er zieht sich lieber zurück. Ist auch besser so in dem Moment. Lieber zurückziehen und den Trupp behalten, der ist Wett 3. Bis man hier jetzt nochmal einen Rekruten auflevelt, das dauert und ist mühselig. Wie man auch an den anderen Rekruten von Dulrich sieht, die hier in der Mitte versammelt sind. Sind auch schon länger auf dem Feld, oder? Ja, also dass Dulrich mal einen Rekrutentrupp verliert, ist meist unwahrscheinlich. Pusht die jetzt auch bei Munitionspunkt nochmal mit 2 Trupps vor. Aber läuft ein Wett 3 MG. Ich glaube, da ist er schneller weg, als er gucken kann. Hitte dort jetzt. Man sieht auch, wie der HP-Balken runtergeht. Boah, also da ist Salbe. Nicht gut Kirschen essen mit denen. Um Gottes Willen, ey. 4 Mann direkt gefallen. Nicht gut, nicht gut. Jetzt kommt, müsste eigentlich der Molly kommen, so wie ich ihn kenne. Ja, der Molly kommt. Oh, oh, und der Trupp auch noch gefuckt. Das ging schneller als gedacht. Ja, das Wett 3 MG, das... Er zieht es auch nochmal zurück. Man sieht auch, wie viel Schaden es jetzt auf einmal aussieht. Ne? Mit Wett 3 da. In den Flammen, ja, und verliert gerade mal 2 Mann. Jetzt muss er es dann doch abziehen, denke ich. Oder zumindest auffrischen. So, jetzt sehen wir hier von dir noch einen Sniper dazu. Gardisten. Und die Panther machen das, finde ich, sehr, sehr gut. Hier von SS Panzerdivision. Die sneaken immer rein, wie oben zu sehen. Und wenn sie genug Schaden genommen haben, fahren sie mit ihrer Geschwindigkeit einfach wieder raus aus dem Zielbereich. Richtig, also so acht noch immer drauf, sich keine Granate einzufangen. Ja, immer schön auf Distanz. Also das ist wirklich vorbildlich, so wie er es macht. Jetzt auch hier von GBK, der zweite Panzer-Raketenwerfer auf dem Feld. Das heißt, jetzt wird es mit Infanterie gleich richtig eklig, mit 2 Raketenwerfern. Ja, da haben sie aber auch die richtige Entscheidung getroffen, denke ich. Haben gemerkt, dass Panzerabwehr gar nicht so gefragt ist. Ich frage mich, wie viele Elefanten jetzt im Moment auf dem Schlachtfeld sind. Sind es schon 3 oder sind es noch 2? Es sind noch 2. Noch 2. GBK hat eher auf die Panther direkt gesetzt. Ja, stimmt. Das ist auch teuer genug. Jetzt müsste aber allerdings ja hier mit Button drauf, da geht der Panther schneller down, als er reagieren kann. Gerade wenn dann noch die Besatzung irgendwann mal geschockt wird. Aber er kriegt ihn auch noch raus. Wenn er jetzt konsequent weiterfährt, dann hat er ihn auch noch gerettet. Und die Panzerarmada der Russen ist hier wieder deutlich angeschlagen. Die ISU auch zur Hälfte runter. Da fehlt auch ein bisschen die Reparaturkapazität an der Stelle. Und vor allem auch hier, er weiß ja ungefähr, wo die Panzer stehen, er weiß, dass sie angesoffen sind und er weiß natürlich, dass hier auch Pioniere anrücken werden. Wie man gesehen hat, hier auch direkt gleich das Raketensperrfeuer drauf. Ja, richtig. Um alle Pioniere zu vertreiben. Das ist also sehr wichtig, dass das sollte man, wenn man Artillerie hat, auch immer am besten mal hinterher setzen. Die beschädigen zwar den Panzer nicht, aber er wird nicht repariert und das ist effektiv auch Schaden, der ausgeteilt wird. Das ist Zeit einfach, die dem Gegenüber verloren geht. Er muss jetzt dann nochmal den Pio auffrischen, nochmal nach vorne bringen. Das dauert und dauert. Und das ist die Zeit, die er hat, den Panther aufzufrischen, nach vorne zu fahren und den ganzen Kram abzuräumen. Korrekt, ja. Jetzt denke ich mir nur gerade, weil ich es gesehen habe, hier wurde mein Sniper gerade von einer Gewehrgranate zerlegt, da habe ich im Moment nicht aufgepasst. Ich denke mir mal, rein von der Statur her müssen das an sich komplette Mädchen sein. Wenn man sich überlegt, wie viel eine Gewehrgranate sonst an Schaden macht und wie viel sie bei Snipern macht. Ja, das also sie stecken ja gar nichts weg. Das sind auch zum Teil Frauen. Das, sei doch mal nicht so sexistisch an der Stelle. Achte mal lieber auf die Rekruten, die Dulrich wieder effizient nutzt und mit einem Mann zurückzieht. Unfassbar, die Wetttruppen, die überleben alles.
Und ich sehe schon wieder einen Elefanten aufblitzen auf dem Schlachtfeld. Ja, die stehen gut, die stehen weit hinten drin und die negieren jedes Vorgehen, das man da mit Panzern irgendwie bringen könnte. Auch die Katyushas müssen ein bisschen aufpassen. Die stehen recht weit vorne und könnten mit einem kleinen Vorstoß dann abgefangen werden, ne? Alter, drei Katyushas auf dem Feld von uns. Weiß jetzt gar nicht, ob es die noch an der Stelle so bringen, weil eigentlich besteht die deutsche Streitmacht größtenteils jetzt nur noch aus Panzern. Aus also. Panzern, ja. Der einzige, der noch Infanterie spielt, ist weiterhin die Company of Warrior. Klar, mit lauter Wett-3-Truppen macht das auch Sinn. Ja, das stimmt wohl. Und einer muss es ja machen, um zu übernehmen, ne? Ja. Ja. Sinnig ist das, glaube ich, nicht mehr, aber was soll man machen? Noch mehr Sus bringen an der Stelle wäre vielleicht eine Option gewesen. Wobei man da jedes Gefecht eben mit dem Elefant aufnehmen muss und das ist nie so die erste Wahl, die man... Oh, jetzt ein Panther vom Z-Nex, der hat dann auch das T4 irgendwann mal errichtet, nachdem er den Elefanten gebracht hat. Ja. Ja gut, aber alleine, ich finde, man soll den Panzer nie alleine losschicken, vor allem hier auch zwei Sus von mir gleich, die werden es ihm jetzt ordentlich geben, denke ich mal. Also es geht. Also er wird sich jetzt auch die Nate fangen, da bin ich mir sicher. Aber da muss man das Micro dafür haben und das hat Zenex hier nicht. Der rote Spieler hier oben mit den drei Panthern mittlerweile, der SS Panzer Division, der hat das bewiesen. Reinfahren, rausfahren. Zenex jedoch hat einen Motorschaden jetzt und wird wahrscheinlich dann auch gefuckt. Ja, definitiv. Hier auch ganz geschickt der Gustav noch ausgewichen. Ja, ich habe es da hinten dran einschlagen gesehen. War gut reagiert. Aber deine Rekruten müssen zurück. Und da ist er außer Kontrolle. Und die drei Panther mittlerweile, die arbeiten hier in synchron nach vorne und zurückfahren. Haben jetzt die Rekruten gegen sich. Wieder einer gebuttent. Da könnte jetzt die Nate kommen. Kommt leider nicht. Oh, nochmal enormen Schaden. Den einen Wett 2 mittlerweile wird er verlieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, kommt der noch raus? Nein, das kann nicht sein, oder? Er kommt noch raus, ja. Oh. Wenn er jetzt konsequent zurückfährt, er fährt aber, er dreht sich. Nochmal jetzt ist wenigstens mal einer tot. Hätte er sich nicht drehen dürfen, da hätte er ihn noch rausbekommen. Und das wird noch mehr kosten auf jeden Fall. Also, da steht er jetzt richtig schlecht. Er wird jetzt auch noch blockiert von dem eigenen Kommandopanzer. Ja. Beziehungsweise vom Kommandopanzer des Verbündeten. Die Besatzung geschockt und jetzt stirbt auch noch der zweite Panther. Ja. Also jetzt wird's teuer. Es war richtig teuer. Richtig viel bewirkt hat er da in dem Moment nicht. Erobert hat er auch nicht, das ist dann das, was du gemeint hast, allein nach vorn schicken bringt nichts. Insofern ja, da hast du recht, wenn man einen Punkt haben will und deswegen angreift, sollte man gefälligst auch die Infanterie hinten dran stellen. Die Infanterie jetzt wird auch von Katyushas wieder verjagt. Ja, da kam eine ISO erstmal rein. Eine ISO, Verzeihung. Dachte ich, hätte einen Raketeneinschlag gesehen. Ja, hier oben fliegen die Raketen rein, linke Seite beim Mundpunkt. Panzerwerfer von den Deutschen. Ja, die Fronten sind verhärtet, würde ich sagen. Es ist so ein Kampf um diese mittlere Sigmar-Posi, wie man ihn erwartet hat. Und jeder hat so seine Panzerarmee, die zu wertvoll ist, um sie in einem Angriff zu verlieren. Wenn es so will. Ja gut, ich würde sagen, allein schon wie die Fläche um den mittleren Siegpunkt hier aussieht, verrät schon, wo sich das meiste Spielgeschehen zugetragen hat. Also da ist ja wirklich nur noch, Graben, ja. Nur noch Steppe, ja, da unten ist alles zerbombt mit Kratern. Also ich bin auf der einen Seite, klar, es sind ein paar Microfehler dabei gewesen, aber ich bin begeistert von diesem SS Panzer Division CR. Der spielt hier mit seinen Fahrzeugen wirklich gut. Flamer Car noch dazu gezogen, auch auf Distanz, dass er nicht getroffen werden kann. Aber die Jungs hier, die Rekruten von Dulrich, sind nicht nur schlagfertig mit dem Molotow, nein, sie haben sogar zwei Panzerschrecks aufgenommen. Ja. Die, weil wo sie die noch abgegriffen haben, schießen jetzt in das Heck des Panthers. Ja, und den wird es dann müssen aber aufpassen jetzt. Kosten. Ja, ich denke, oh, zieh dann zurück. Kommt wieder raus. Die Frage ist jetzt, haben die fallen lassen, weil... Ihr ja, Schrecks, weil in der Hand haben sie nicht mehr. Die lagen gerade... Achso, die jetzt hier gerade in dem Moment. Ich glaube, die haben die noch. Wenn sie nicht fallen gelassen werden, haben sie zwar noch im Trupp, werden aber nicht angewandt. Die werden dann angewandt, wenn nochmal genug Leute dafür da sind. Ah, okay. Also auffrischen, dann sind sie wieder da, sofern sie nicht fallen gelassen wurden. So,
wenn ich mal gerade bei den Einheiten reingucke, du hast 3 Rekruten, baust jetzt nochmal eine Katjuscha nach, fraglich, ob das nötig ist. Ich hätte es gelassen, aber sicher ist sicher. Panzerabwehr haben wir eigentlich auch genug auf dem Schlachtfeld, wenn ich es gerade so sehe. Ist auch 2 Sus noch bereitstehen. Ja, die Truppen sind vorhanden, nur der Angriff ist einfach zu teuer, als dass ihn jetzt wirklich jemand wagen wollen würde. Sieht man auch hier, die Su ist direkt abgefangen bei dem Vorstoß hier. Elefant steht gut hinten. Und da muss man jetzt langsam wieder in den Rückzug antreten, sich nochmal sammeln. Und der Mundpunkt wird auch hart umkämpft. Auch nicht das erste Mal, der Punkt sieht auch schon dementsprechend aus. Ja. Dahingegen ist ja der linke Siegpunkt eigentlich fast schon jungfräulich, könnte man sagen. Also ja, das stimmt. Da ist auch ist ähnlich wie der obere Spritpunkt da und die Siegmarke. Es sind so 2 Sektoren, diese Außenpositionen, die selten attackiert werden. Auch weil es schwierig ist, das ist eine extreme Distanz, die da zurückgelegt werden muss, um auch Nachschub zu ordern. Das ist schwierig. Aber ich denke, das ist spielentscheidend, dass man es irgendwann macht. Ja klar, weil ich sag mal, in der Mitte wird nicht mehr so viel gehen. Da konzentriert sich einfach zu viel auch drauf. Also ja. Klar, man kann vielleicht die mittlere Siegmarke mal wieder Minute holen. Entschuldigung, dass ich dir unterbreche, aber Dulrich versucht es wieder, mit Rekruten da durchzustoßen. Katjuscha hat erstmal vorne alles weggeräumt. Und jetzt könnte sogar der Molly wieder auf den Pack fliegen. Ich würde eher sagen, da kommen die Panzernades. Die Pack ist so decrewed, jetzt könnte sie sogar besetzen und direkt gegen die Panther anwenden. Die stehen genau im Schussbereich. Oh ja, das jetzt hängelt. Und die Bomber kommen. Oh, das hier ist teuer. Der Packschuss fehlt noch, Ah, kommt nicht mehr. Ah, dafür ist der Winkel zu spitz, würde man sagen. Also, oder zu steil. Der dreht sie jetzt, ist die Frage. Ja, wenn Motor, er mit den Rekruten aufdeckt, wird das auf jeden Fall was. Der zieht den Panther auch nicht mehr weiter zurück. Da hat er ein bisschen geschlafen an der Stelle. Motor zerstört, die ist weg. Oh, das ist teuer. 2 Panther an der Stelle verloren. Die Nate bringt mittlerweile gar nichts mehr. Ich weiß nicht genau, wie das seit dem Patch ist. Ich glaube, die bringt nur bei Panthern ohne Veteranenstatus was. Aber ihr könnt mich ja berichtigen, falls das nicht so ist. Und ansonsten sehen wir hier wieder einen harten Fight am Mundpunkt. Beziehungsweise auf der linken Seite. Da bist du ein bisschen vorgestoßen. Hast dabei aber beide Sus verloren. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Die Sus-Fracks stehen zwar hier. Ich glaube, du hast hier hinten, du hast ein AT-Geschütz ausgeschaltet an der Stelle. Richtig, ja, das war, soweit ich mich erinnere, habe ich da 2 von diesen Raketenwerfern ausgeschaltet. Ja, enorm wichtig, finde ich, denn unsere Infanterie, die wir ja hauptsächlich auf dem Feld haben auch, war dadurch stark gefährdet. Jetzt 2 Elefanten, der erste geht down. Setnix, der ist mit dem Micro, glaube ich, nicht so fix. Spät reagiert, der hat 2 Elefanten auf dem Feld. Einen muss er jetzt zurückbeordern und der... da ist noch ein AT-Geschütz ausgefallen durch die ISU, blindes Feuer von der ISU an der Stelle. Schön eingesetzt, der wollte eigentlich den Elefanten, aber hat einen Panzerwerfer erwischt. Ja, kann man mit leben. Ja, der Elefant schafft es aber wieder rauszukommen. Also der Panther steht auf. Wie steht denn der Panther da? Also mit dem, von Micro her bin ich da nicht von dem Kerl überzeugt. Mittlerweile jetzt 3 Elefanten auf dem Spielfeld. Ja, 2 von Setnix und 1 vom Company Warrior. Und wir haben oben rechts jetzt die Position. Sprit ist uns. Und gleich wird auch die Siegmarke, denke ich, in unsere Hand wandern. Aber er interveniert da schon mit Flamer-Pionieren. Ja, währenddessen auch nicht helfen. Die Pack ist wieder die Crew, würde ich sagen. Ja. Würde ich jetzt auch kaputt machen, also ich würde da einfach kein Risiko eingehen. Ja, ist ein Untersteuer auf jeden Fall. Ne? Man denkt, wie teuer so eine Pack ist. Da kommen die Rekruten jetzt noch und ja. Ist wieder gleich besetzt, würde ich sagen. Da hilft auch der Panther oben nichts. Ja, schauen, besetzt das hier noch. Ja, natürlich. Und den Trupp zurück. Sniperfeuer, gefährlich. Ja, und die Katjuscha macht hier einen guten Job. Da platzt der Flamer und beide Truppen down, beide Pioniere down. Der Cutoff, ja gut, ist nicht mal relevant, denn der Punkt oben ist uns.
Aber es, auf jeden Fall sind da noch Rekruten, die jetzt mal den OP ausschalten können. Könnten. Wenn sie es denn tun würden. Jetzt hat sich das Spiel so ein bisschen verlagert, muss ich sagen. Also wir sind nach oben rechts. Wir haben beide Fraktionen, muss ich sagen, haben gemerkt, dass es über die Mitte gar nicht läuft. Und wir sind irgendwie auf die Seite ausgewichen. Die auf unsere und wir auf ihre. Richtig, also. Das ist wirklich faszinierend. Gut reagiert von beiden Seiten, würde ich sagen. Und jetzt geht es wieder an der Mitte, an der mittleren Siegmarkenposition heiß her. Iso. Ich sehe Infanterie noch gegen Iso. Ja. Das ist nie gut. Das tut richtig weh. Die hat nämlich so ein Sprenggeschoss. Da kann unter Umständen so ein Wett-3-Trupp mit einem Schuss weg sein. Wenn wir gerade bei Wett-3-Trupps sind, hier hat sich einer meiner Wett-3-Truppen heldenhaft für den anderen, für die anderen geopfert und sich auf eine Granate geschmissen. Alle drei. Also, aber er ist noch rausgekommen, immerhin. Diese Elefanten hier, das ist wirklich wahnsinnig ätzend. Also wirklich, wie weit auch die Reichweite ist. Ja, vor allem auf ISO. Der Karte, du hast ja keine Zugriffsmöglichkeit. Du kannst die nicht flankieren. Jede Flanke wird vorher gesehen, die richten sich neu aus und du läufst wieder in ihr Feuer rein. Ja. Wenn man die geschickt spielt da hinten, dann sterben die auch nicht. Und wie wir sehen, haben wir hier zwei Bett, zwei Elefanten. Die sind durch einen Bomber nicht klein zu kriegen. Da steht noch ein Kommandopanzer, um die Verteidigungswerte nochmal zu pushen. Also es ist extrem, extrem schwierig. Kommt, glaube ich, sogar. Jetzt kommt hier was. Könnte ein Bomber sein. Könnte ein Bomber sein. Was macht der Bomber? Ron? Ja, da kommt der Bomber. Ja, aber sieht, halbe Lebenspunkte hat er noch. Also nicht mal die Hälfte hat er abgezogen. Er war ja schon ein bisschen angeschlagen. Nicht mal die Hälfte durch den Bomber. Der kostet 200, glaube ich. 200 Mun. Heftig. Ne? Einfach weggesteckt. Wenn wir Raketenwerfer nachgebaut, zwei sind es wieder. Ja, ist auch sinnvoll, ist sinnvoll. Die Infanterie ist auch das, was denen noch das Kopfzerbrechen bereitet. Man möchte es nicht meinen, aber im Late Game sogar die Rekruten von Dürrich, die ja wirklich die Pack übernommen haben und sogar Wett 1 schon damit kassiert haben. Oh, jetzt T34. Ja, das ist von die hier schön hier auf der rechten Seite jetzt mit dem T34 mal den Pack gewonshottet. Ah, das und schlägt sich gegen den Panther auch erstaunlich gut, also... Ja, das Wett 3, man muss mal sagen, also Wettstatus in Company Heroes 2 ist extrem wichtig, deswegen ist es auch so extrem wichtig, die Einheiten immer zu retten. Wett 3, T34, der macht sogar Schaden am Panther. Sogar an diesem Riesen-Ungetüm da. Muss man sich mal vorstellen. Und Zeus mit Wettstatus 2, da haben wir auch einen auf dem Feld von Dulrich hinten dran, die könnte sich auch mal an Ferdinand trauen, ein paar Schüsse abgeben, wieder zurückfahren. Ohne Gefahr laufen zu müssen, zu sterben. Ich sehe gerade zufällig Company of Warriors mit beiden Raketenwerfern auch gleich wieder das Artilleriesperrfeuer. Oh, merkt ihr, dass jetzt hier die Stellung von ihnen leicht zusammenbricht und oh, hier hagelt es auch ordentlich. Aber drei Russen sind zäh. Das ist wohl wahr. Unten haben wir verpasst. Die äußere Stellung wurde mit massiven Infanteriekräften erobert. Zurück dazu. Passt soweit. Da ist alles da. Das ist der einzige Vorteil, den man halt hat, wenn Elefanten auf dem Schlachtfeld sind. Der Gegner hat extrem wenig andere Kräfte, die er aufs Schlachtfeld bringen kann, allein wegen dem Popcap. Und die sind halt schwerfällig. Die stehen jetzt erstmal da, zu zweit. Und bis die irgendwo hin ausgerückt sind, zum Beispiel auf die linke äußere Position, das dauert. Das sind Panther, denke ich, die bessere Wahl. Es ist halt so ein typischer, ja, wie ein Korken in der Flasche, kann man sagen. Also, wo die stehen, kommt nichts durch. Aber gut, dafür sind sie, sie können halt nicht überall sein. Also, zu Beginn, wo sie noch aufgeteilt haben, da war ja kompletter Stillstand. Stucke auf die Pack 43. Hat da ein Panther nach vorne gefahren, der ist direkt gestorben, aber die Stucke kam noch rein, Pack 43 down. Jetzt hier auf der linken Seite, Vorstoß von mir jetzt. Da könnte es ja gleich eklig werden, denn hier stehen wieder beide Raketenwerfer. Oh, und der Elefant, das ist das, was ich meinte. Der Elefant schon direkt ausgerichtet. Zetnex hat da ein bisschen geschlafen. Oh, das sind die Panzerwerfer. Oh, einer down. Da muss er sofort zurück mit dem anderen. Den darf er nicht verlieren. Ah. Den darf er nicht verlieren an der Stelle. Und die Zoo ist down.
Ja, zwei Elefanten. Ja, die geben dann natürlich Saures. Keine Frage. Ah, die wird drei Truppen hier schlagen. Oh, oh, mit der eigenen Katjuscha. Die eigene Katjuscha hat den wird drei Truppen ausgeschaltet. Ach. Oh, das tut ich finde, man muss beim Russen auch immer ein bisschen auf den Fluff achten. Also ohne Friendly Fire geht's eigentlich auch nicht so richtig. Das wäre... Ja, getreu der Kampagne muss man das so durchführen. Eben, also Befehl 43 oder wie er hieß. Order 66, ah ne, das war's aus. Order 66, genau. Ach, ja. So, so die Kommandopanzer allein auf weiter Flur. Oh, Katjuschas werden jetzt attackiert, ja, die werden jetzt attackiert und ich denke mal ausgeschaltet. Oh, die erste Felden, da ist eine W2 Katjuscha mit 31 Abschüssen, die ist extrem wertvoll und die stirbt einfach durch den Kommandopanzer. Ja. Down ist er. Also Kommandopanzer muss ich sagen, an der Stelle absolut overpowered. deinstallieren, scheiße, deinstallieren. Scheiße Relic, deinstallieren. Oh ja. Kleiner Insider, da erinnere mich nicht dran. Das sollten wir. Wir sollten die Insider rauslassen, das versteht ja kein Mensch. Oder einfach alle Leute mal auf TS einladen, dann kriegen sie das auch mal mit. Den Wahnsinn, den ich durchleben muss. Alle mal TS einladen und dann durch 10 Minuten lang Warfunder spielen lassen. Es gibt nichts Schöneres. Das ist wie dieser Serdan Semochulu nur besser. T430, Wett3, der hält die Packschüsse auf, der hält die Pantherschüsse auf und fährt immer noch. Der fängt wirklich alles, aber steht. Jetzt kann ja, aber jetzt ist das Ende nahe. Also hier mit der Pack muss raus. Zwei Panthern, jetzt wird's echt knifflig. Ach Quatsch, der kommt da, der ist unbesiegbar an der Stelle. Ah ja. Und ist auch schnell genug, ist auch schnell genug, der kommt den Oh, der Elefant schießt auch noch daneben. Oh Gott. Ja, er schafft's raus. Aber jetzt beides muss hier hauen sich jetzt durch. Mit Infanterieunterstützung hier auch den einen Panzer hier festgesetzt. Ist auch immer Infanterie dabei. Man muss sagen, das Spiel mal geschickt. Sind sogar zwei verschiedene Spieler, also du spielst damit durch. Schön kombiniert. Das gefällt mir richtig gut an der Stelle. Ja, jetzt der Elefant natürlich da im Hinterhalt, W2, der teilt aus. Sollte man sich dann auch mal ein bisschen, obwohl der hat auch eine W3 so mittlerweile, die jetzt sogar von hinten nicht mal so viel Schaden nimmt durch den Panther. Weiß nicht, ob das seit dem Patch so ist, dass der Panther weniger austeilt. Ich habe so das Gefühl, der ist auch billiger geworden. Ja, also ich weiß noch, zu Beginn war der Panther ja wirklich, also wenn der auf dem Spiel war, war das Spiel vorbei. Ja. Jetzt mittlerweile ist er, ich würde sagen, eine etwas zähere Version des Panzer 4, nenne ich mal. Also er ist ähnlich schnell, ähnlich wendig. Hält mehr aus. Er ist in allen Bereichen besser. Ja, aber er ist nicht mehr so das Übermonster. Aber er ist nicht das Monster, ja. Dementsprechend, der kostet aber nur 15 Sprit, glaube ich, mittlerweile. Pardon, 15 Sprit kostet er mehr. Insofern muss man sich mal überlegen. Der Panther wurde auch lange Zeit nicht gespielt, weil er zwischendurch ja auch viel zu teuer war. Da hat er mal zwischendurch 165 gekostet. Konnte gerammt werden durch den T-34. Da muss man sich dann zweimal überlegen, ob man den wirklich kauft. So, das Spiel neigt sich dem Ende und es sieht so aus, als hätten wir hier die Oberhand. Die Panzerkräfte werden jetzt nach und nach dezimiert und der Panther hier von der Seite, von der ISU W3. Mittlerweile. Ja, da bleibt nicht viel über, wenn der schießt. Ja. Nächste Stuka hat nur die Besatzung des ISUs oder der ISU geschockt. Der Elefant müsste jetzt auch mal zurückrücken. Ist jetzt gepinnt, jetzt könnte es bitter werden. Ja. Wir haben hier auch mit den Schrecktruppen ja, hier von uns, von Dulwich besser gesagt. Könnte besser hinten positionieren, dann würden sie auch mal Schaden machen. So ist das natürlich ein bisschen so suboptimal. Da fehlt der Button, der kommt jetzt. Jetzt steht Frontpanzer natürlich sehr stark. Ja, er steht aber ungeschickt am Haus, da muss er sich erstmal dran vorbei manövrieren und die Seite zeigen. Jetzt nochmal pinnen und dann nochmal. Besatzung geschockt wieder, ja, also der kriegt jetzt ordentlich ab. Ich finde es faszinierend, du bist glaube ich wieder ein paar Sekunden vorne dran, warum das nicht simultan funktioniert. Oh, jetzt ich Nebel, Webstream. Ja, den Nebel sehe ich auch. Da sind wir sind noch relativ ähnlich. Ja, du bist eine Sekunde vorne oder so.
Aber passt. Aber rein mal jetzt auf die Siegpunkt oder auf die Balken. Also man merkt wirklich, wie eng dieses Spiel hier ist. 94 zu 127. Also das kann sehr schnell kippen, wenn eine Seite es mal schafft, wieder zwei oder so in den Besitz zu bringen. Also es ging wirklich das ganze Spiel über wirklich vor und zurück. Also es war. Muss sagen, wir machen das aber sehr geschickt, vor allen Dingen du auch. Situation erkannt, Siegmarken halten, ziehst die Infanterie direkt unten links, eine Su dazu, das passt, der Punkt ist safe, da wird so schnell gar nichts durchkommen. Oben der Punkt ist ein bisschen am Wackeln, aber selbst wenn wir den verlieren, haben wir noch den mittleren Punkt, durch den wir auch gerade durchfahren mit einem, ach, mit meinem Helden T-34, Veteran. Dass der immer noch lebt, ist echt ein Wunder. Normalerweise schicke ich die immer direkt in den Tod. Oh, und jetzt mittlerweile ist auch dieses Micro der Panther nicht mehr so optimal. Ja, also da jetzt mit dem Haus an der Pack ja, vorbei, mit den ganzen Ruinen vor allem halt auch. Gibt's noch bessere Routen. Katjuscha ist auch vorgezogen, das ist die Katjuscha von Dulrich, auch schon 18 Mann auf dem Gewissen. Ich weiß nicht, wie das mit der Arti ist. Die Arti vom Deutschen wurde sehr oft ausgeschaltet. Da hat sich wohl kein Wett angesammelt. Die linke Flanke fällt jetzt auch ziemlich, kann man hier sagen. Da stoßen jetzt meine sozusagen, ja, ohne nennenswerten Widerstand durch. Ja, Situation erkannt, die linke Seite ist komplett frei, das machst du gut, alles erobert. Su nachgezogen, jetzt muss er sich erstmal, das was ich meinte, der kommt da unten an dem Siegmarkenpunkt nicht durch, du hast das Ganze besser gemacht. Du hast nämlich deine Truppen nach vorne gezogen, da kommt er erstmal vorne nicht durch. Passt. Da muss er sich erstmal rauskämpfen, da stehst du vor seiner Haustür und jetzt das Artillerie-Panzerwerfer-Fahrzeug. Ich glaube, den sehe ich da noch nicht. Ja, du hast ihn aber schon, du hast schon gemerkt, dass er da ist. Ums Haus. Ah, da fährt er schon. Aber jetzt, na, wenn der Beschuss auf die Base losgeht, dann ist eigentlich oftmals schon, also, dann ist die Kacke richtig am Dampfen, sage ich mal. Dann ist Polen offen. Jetzt nur 15. Jetzt ticken die Siegmarken langsam runter. Da fehlt jetzt die Offensivkraft, um noch irgendwie die Infanterie auch, um hier die mittlere Pose mal einzunehmen oder unter Bedrängnis zu bringen. Ja, aber wann haben wir eigentlich die beiden Elefanten zerstört? Ist nur noch einer da. Ist nur noch einer da? Ne, ja, von Setnex. Alle anderen sind. Ah ne, Company of Warrior da so. Der hat sich versteckt. Ja. Setnex hat glaube ich einen verloren gehabt. Da muss er dann ja. Der andere hat ja seinen durchgehen. Ja, aber bis zum Ende des Spiels, so wie es aussieht, kein Elefant gefallen von den wichtigen Wett-Elefanten. Da merkt man, was die aushalten. Ja, der Elefant hier in der Mitte Wett holt sich nochmal den Wett-3-Status ab. Oh, ein Schuss noch und dann war's das. Für die Su. Kommt er noch? Nein, da fliegt! Ah, am Ende fliegt noch gerade die Granate raus, aber die wird ihn nicht mehr. Doch, die ist sogar an der Frontpanzerung gerade. Du schlägst sie aber gerade in dem Moment nicht. Ha, Glück gehabt, sonst hättest du eine Su mehr verloren. Ja, Hero Su. Genau, das hätte sich zu den anderen 10 dazu gesellt. 2 Minuten hat es gedauert, um hier die Entscheidung herbeizuführen. Und ich merke, ich kann mich nicht mehr in die Ausgangslage drehen. Was zum Geier. Gut, dann lassen wir das mal so. Ja, abschließende Worte zu dem Spiel. Was können wir festhalten am Schluss? Wir haben eine ziemlich starke Panzerabwehrwaffe gesehen bei den Gegnern. Sprich, wir haben Elefanten, Panzer, Packstellungen, Panzerschrecks gesehen. Was ein bisschen gefehlt hat, ist Panzergrenadiere mit Wettstatus ohne Schreck. Einfach starke Infanterie, die mal die Rekruten zurückhalten. Der hat ja durchgehend Probleme damit gehabt. Ja, also die haben ihn immer wieder zurückgedrängt und Granaten ausgeteilt. Pack the Crew. Ich denke auch in dem Moment kippt das Spiel, die Artillerie ist gefallen in einem Moment hier in der Mitte und da kippt das Spiel schon langsam und dann oben der Durchstoß, dass die Pack nicht nur decrewed wird, sondern direkt übernommen und das Feuer auf die Panther eröffnet. Extrem bitter. Da fallen zwei Panther, das ist teuer ohne Ende. Ja, zwei Panzer. Alleine die Manpower, die man braucht, um die wieder zu ersetzen, da sitzt man die nächsten 5 Minuten dran und sammelt eigentlich nur noch. Ja, der eine war sogar bei 2, glaube ich. Also bitterer Verlust. Und dann fällt auch die Siegmarke oben. Dann sind die Angriffsbemühungen nach unten sind auch weg.
Und ja, dann kippt das Spiel in der Situation. Viel zu wenig Infanterie, würde ich sagen, an der Stelle. Und von unserer Seite fand ich das Zusammenspiel gerade gegen Ende hin immer besser. Gegen Ende hin auf jeden Fall. Am Anfang, vor allem hier in der Mitte, halt ein, zwei Mörser, beziehungsweise es waren ja zwei Mörser da. Ja, die habe ich sehr geschickt eingesetzt zum Spähen. Ja, der Gegner spähen. Wozu soll man sie sonst verwenden, mein Gott? Ja, nicht geschickt gespielt, muss ich sagen, aber da hat auch ein bisschen der Absprache gefehlt. So ein fetter Mörser wäre da gut gewesen, der hätte mal aufgeräumt. Aber gegen Ende hin fand ich dieses Zusammenspiel sehr gut. Man sieht auch überall blaue, gelbe Truppen nebeneinander. Da sieht man, dass alles zusammen irgendwie arbeitet und funktioniert, wie man sieht. In diesem Sinne, schönes Spiel, schöner Cast. Ich bedanke mich bei Seth und... Gerne. Bedanke mich bei den Leuten, die jetzt noch dabei sind, die bekommen einen Cookie. Dann beende ich mal den Cast, würde ich sagen. Bis dann. Jo, ciao, bis ciao. Deine. Ciao.